Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht mir heute um die Paulus-Apokalypse. Paulus spricht ja im ersten und im zweiten Thessalonischer Brief von endzeitlichen Themen. Und zwar schreibt er von der Entrückung im 1. Thessalonischer 4. Dann schreibt er von dem Tag des Herrn, der kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, in 1. Thessalonicher 5. Dann spricht er von der Wiedergeburt Jerusalems, auch in 1. Korinther 5. Und dann geht er über in 2. Thessalonicher 2, schreibt er von dem Tag Christi, der kommt oder noch nicht da ist. Dann schreibt er vom Auseinanderbrechen Israels, dann von dem Kommen des Menschen der Sünde, dem sogenannten Antichristen. Das Kind des Verderbens, der sich über jeglichen Gottesdienst hinwegsetzt und sich selber als Gott verehren lässt im Tempel, und zwar in Jerusalem, in der Stadt Jerusalem, die dann ein Tempel ist, und zwar ein Tempel im Heiligen Geist. Diese ganze Stadt Jerusalem kommt am Ende der Zeit ja zur Wiedergeburt. Das hängt zusammen mit 1. Thessalonicher 5, wo er sagt, dass sie das Unheil überfallen wird, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und dann geht er auch nochmal ins Detail in 2. Thessalonicher 2, Abvers 5 und sagt, gedenkt ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war. Und was es noch aufhält, wisset ihr, dass er offenbar werde zu seiner Zeit. Und dann sagt er, da hält noch etwas auf, nämlich das Kommen des siebten Königs oder das Beiseitetun des siebten Königs, das hält noch auf. Und dann nachher spezifiziert er das nochmal und sagt, denn Vers 7, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Also eine Person, eine männliche Person muss es aufhalten. Nicht der Geist Gottes, nicht die Gemeinde, auch nicht der Parakletos, weil das hier überhaupt gar keine Verbindung dazu hat, sondern im Zusammenhang dieser Verse, die Paulus hier schreibt, da geht es ganz eindeutig um eine männliche Person, die noch aufhält. Und das ist im Zusammenhang mit Daniel 11. Der siebte König, also praktisch der Herrscher, der dem Antichristen vorausgeht, denn der Antichrist kommt nicht sofort, sondern es kommt erst ein Vorläufer des Antichristen und dann kommt der Antichrist. Es ist auch interessant, das zu vergleichen mit der muslimischen Endzeiterwartung. Die glauben nämlich erst, dass der Antichrist kommt und dann kommt Isai wieder, der Prophet. Das würde also bedeuten, dass im Islam derjenige, der Isai genannt wird, also Isai, der Prophet, der kommen soll, dass das der Antichrist wäre, ja, also eine ganz fatale Verwechslung. Und die Juden werden ihn für ihren Meschiach ben David halten, ja. Da laufen extreme Linien zusammen, ja. Aber wir halten uns da hier an die Bibel und schauen uns an, was die Bibel da im Einzelnen zu sagen hat. Es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Da haben sich auch viele dran gestoßen, weil die nämlich sagen, der es jetzt aufhält, wenn Paulus das für die damalige Zeit erwartet hat, dann hat er sich da geirrt, weil das ist ja bis heute noch nicht eingetreten, das ist ja schon 2000 Jahre her. Manche helfen sich dann damit der Aussage und sagen, wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Das sehe ich nicht so. Endzeit ist meiner Meinung nach ganz einfach die 70. Jahrwoche und die steht noch aus. Denn die Endzeitreden Jesu in Matthäus 24, nur zum Beispiel, ja, können nicht auf die Belagerung Jerusalems durch die Römer reduziert werden, sondern die sprechen vom Ende. Ja. Jesus sagt da, das Ende ist noch nicht so schnell da. Und er spricht davon, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Und er spricht, dass Zeichen an Sonne, Mond und Sternen sein werden, was zur Zeit der Belagerung Jerusalems durch die Römer alles nicht passiert ist. Spricht von Erdbeben, von Seuchen, teurer Zeit und so weiter. Und dass ein Volk wieder das andere kämpfen wird, das gab es dann nicht. Da gab es nur das Römische Reich, die haben zwar dagegen die Juden gekämpft, aber was Jesus schreibt, ist ja größer und sehr viel umfassender. Aber das glaubt auch kaum jemand, ja, weil alle sind der Rom-Sicht da hold. Und verteidigen die auch immer und fühlen sich da auf der sicheren Seite. Aber wenn man die Bibeltexte liest, kommt man da zu einem anderen Ergebnis, was ich auch mehrfach auch gezeigt habe hier. Ich fand es hochspannend, hochinteressant, auch diese Sache wegen des Abfalls, dass Paulus sagt, erst kommt der Abfall und dann wird offenbar werden der Mensch der Sünde.
dass mit diesem Abfall nicht ein geistlicher Abfall gemeint ist vom Glauben, sondern der Abfall des Nordreichs Israels vom Südreich, weil Israel in der letzten Zeit auseinanderbrechen wird. Der moderne Staat Israel bricht auseinander in zwei Teile, in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Der nördliche Teil, so wie das antike Ephraim, der südliche Teil wie das antike Juda und Jerusalem. Und vor unseren Augen wird sich buchstäblich und wörtlich die Bibel erfüllen. Ja, wir bekommen Zeiten, die biblisch sind. Ja, es wird biblisch werden. Das ist das Erstaunliche. Und das regt sich auch jetzt schon. Man sieht das auch in dem Staat Israel, der wieder da ist. Man sieht, dass Israel extrem zerstritten ist. Man sieht sogar in der politischen, im politischen Umfeld, dass das Land kaum zusammengehalten werden kann. Die haben jetzt auch schon zwei Ministerpräsidenten. Ja, vielleicht macht sich da mal einer selbstständig von. Ich glaube, ich weiß das nicht genau, ja, aber die Bibel sagt das. Die Bibel sagt, alle Propheten in der Endzeit, habe ich auch schon Clips drüber gemacht. Ich will das jetzt auch nicht im Detail da alles jetzt nochmal wiederholen hier. Aber die Propheten sprechen für die Endzeit, wenn sie endzeitliche Texte machen, wie Joel oder Sacharja, die eindeutig endzeitlich sind, immer wieder von Ephraim und Juda, unterscheiden das also so, als ob in der Endzeit Israel wieder in zwei Teile zerbrochen ist. Und das wird auch so sein. Wie gesagt, Paulus sagt hier, es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Da haben sich viele dran gestoßen an diesem Jetzt. Ich erkläre das so, dass Paulus eine Naherwartung hatte, dass Christus bald kommen würde. Die haben Christen durch die Jahrhunderte gehabt und die habe ich auch. Meine Naherwartung heißt nicht, jetzt die nächste Sekunde kommt Jesus. So heißt meine Naherwartung nicht. Ich weiß, dass es diese Vorstellung gibt. Ich glaube aber, dass die relativ naiv ist und ich glaube auch nicht, dass ein Christ in dieser Art des Glaubens und der Erwartung ständig gehalten werden könnte. Und er wird immer damit kämpfen, dass er seit Jahren schon glaubt, dass Jesus in der nächsten Minute oder Sekunde kommen könnte und er ist nicht gekommen. Ja? Ich bin da etwas differenzierter, mit etwas mehr Abstand. Ich glaube, dass die Zeiten gesehen werden müssen in den langen Zeiträumen von 2000 Jahren, in den Zeiträumen, die Gott sich vorbehalten hat in seiner Zeitrechnung. Und da macht ein Jahr mehr oder weniger eigentlich nichts aus. Und das gilt für mich immer noch als Naherwartung. Ja? Oder auch 5 Jahre oder 10 Jahre. Ja? Also das ist jetzt für mich nicht unbedingt, dass Jesus da die nächste Minute kommen müsste. Paulus hat das auch in einer Naherwartung gesehen. Paulus wusste so wenig wie Jesus selbst auch, wann die Parousie Jesu ist, wann Jesus wiederkommt. Ja, das weiß allein der Vater im Himmel. Das wusste nicht mal der Sohn Gottes zu Erdenzeiten, als er im Fleisch war. Paulus wusste das natürlich auch nicht und wir wissen das auch nicht. Paulus hat aber eine Sache von uns unterschieden oder uns unterscheidet eine Sache von Paulus. Paulus wusste, welche Dinge eintreten werden, bevor der Herr kommt. Und das sagte er hier in diesen Versen im 1. Thessalonicher 5 und in 2. Thessalonicher 2. Er sagt nämlich, erst muss der Abfall oder die Revolte, das Auseinanderbrechen Israels kommen. Dann kommt der Mensch der Sünde. Dann wird sie das Unheil übereilen wie der Schmerz eine schwangere Frau. Nämlich dann wird der Antichrist Jerusalem angreifen und Jerusalem wird zum Glauben an Jesus Christus kommen. Die Stadt Jerusalem wird wiedergeboren werden und dann wird sich der Antichrist in diesen Tempel hineinsetzen. In Anführungsstrichen Tempel, in die wiedergeborene oder in die Stadt Jerusalem, in der die Menschen gelebt haben, die wiedergeboren waren. Und wird diese wiedergeborenen Menschen töten. Die sind eigentlich die Priester, die geistliche Priesterschaft im Tempel, und zwar im Tempel der Stadt Jerusalem. Weil Ephraim als Vorhof beschrieben wird, der von den Heiden zertreten wird. Und die Stadt Jerusalem ist der Tempel, in dem, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, auch die geistliche Priesterschaft da sein wird. Und zwar nicht im alttestamentlichen Schattenbild, sondern in der neutestamentlichen Wesenheit des Glaubens. Ja. Das ist die Paulus-Apokalypse. Davon spricht er. Und in 1. Korinther 5 und 2. Thessalonicher 2 werden die ganzen Linien, die wir jetzt über die ganzen Videos miteinander behandelt haben, die werden fokussiert, die werden dort zusammengeführt und dort erwähnt. Paulus erwähnt das. Das wiederum ist mir sehr wichtig. Paulus erwähnt das und viele verstehen das nicht, weil sie nichts wissen vom Auseinanderbrechen Israels in der Endzeit, weil sie nichts wissen von der Wiedergeburt Jerusalems, weil sie nichts wissen von 7 und 8 Königen in Daniel 11,
weil sie nichts davon wissen, dass in Daniel 11 ein König ausgelassen ist, weil sie Daniel immer aufs Römische Reich auslegen und weil sie diese ganzen Dinge alle anders sehen. Deswegen können sie auch die Verse von Paulus nicht deuten, die können die nicht verstehen. Und für mich ist hier so ein bestimmter, ein gewisser Punkt erreicht, wo das, was wir bisher zusammengetragen haben, von Paulus in wenigen Versen komplett bestätigt wird. Um das mal ganz frontal und ganz kurz zu sagen. Ja? Vom Auseinanderbrechen Israels, der Abfall, ja? Oder das Zerwürfnis oder die Zwistigkeit oder die Revolte, das muss man ja hier eigentlich übersetzen bei diesem Wort. Ja? Das Auseinanderbrechen Israels, das Kommen des Antichristen, der Angriff des Antichristen gegen Jerusalem, wo sie der Schmerz überfallen wird, unerwartet wie eine schwangere Frau, die wehen. Ja? Dann, dass sich der Antichrist in den Tempel hineinsetzt, dass dann eine Entrückung kommt. Das ist komprimiert in diesen paar Versen und bestätigt das, was wir bisher erarbeitet haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist mir äußerst wichtig, weil mir die Plausibilisierung, der Beweis dessen, was wir hier behaupten, an so viel wie möglich anderen Stellen unbedingt wichtig ist. Ich bin ein Techniker, ich bin kein Philosoph. Ja? Wenn Auslegungen in der Bibel stimmen an der einen Stelle, dann müssen sie auch mit allen anderen Stellen harmonisieren. Und das ist das, was ich in meinen Videos immer versuche zu zeigen, dass das harmonisiert. Wenn man bei der Rom-Theorie bleibt, wenn man Daniel 11 nicht kennt, wenn man nicht weiß, dass in Daniel 11 sieben Könige erwähnt werden, von denen einer fehlt und der letzte doppelt erwähnt wird, ja, und dass Johannes in der Offenbarung sich darauf bezieht, wenn man nichts weiß von der Wiedergeburt Jerusalems, dann bleiben diese Verse, speziell auch die von Paulus, 1. Thessalonicher 5, 2. Thessalonicher 2, dunkel. Das ist so. Und selbst wenn man dem, was ich sage, nicht folgt, sondern nur sagt, das ist eine Arbeitstheorie, die ich mir mal zu eigen mache und schau mal, wie weit kommt der denn da mit seinen Thesen, ja? Dann müsste man hier eigentlich an einen Punkt kommen, wo man sagt, das hat Hand und Fuß. Ja? Ich spekuliere das nicht, sondern ich baue das systematisch, Stück für Stück, Stein auf Stein, konstruktiv aufeinander. Und das fängt in Johannes 3 an. Und man muss diesen Weg so gehen, sonst kann man diese Worte in 2. Thessalonicher 2 nicht verstehen. Da wird viel drüber spekuliert, viel ausgelegt. Bei näherem Hinsehen hat das wenig Basis. Ja? Aber wir haben eigentlich an anderer Stelle Dinge gefunden und kommen jetzt hierher und schauen das hier an. Und das plausibilisiert sich. Und das zum Schluss, das sehe ich mit den Endzeitreden Jesu ganz genauso. Ich glaube, dass man mit den Endzeitreden Jesu alleine nicht sehr weit kommt, weil die Endzeitreden Jesu der diamantene Maßstab sind, den Jesus ein für alle Mal gesetzt hat und auch dort viele Linien zusammenlaufen. Das heißt, man muss also erst sich überhaupt mal in der Geschichte Israels auskennen. Dann muss man mal das Alte Testament an den wichtigen Stellen sauber studieren und mal von den irrigen Vorstellungen, die man oftmals hatte, weggehen und sich direkt auf den Text beziehen und den Text selber analysieren. Das, was steht dort und was steht dort nicht? In welcher Zeit wurde das geschrieben? An wen war das gerichtet? In welchem Zusammenhang steht das? Wer zitiert das? Wo wieder neu? Wenn man diese Basis hat, braucht man nicht anfangen, ja? Und weil diese Basis vielen fehlt, deswegen gehen sie an solche Texte ran und machen da Behauptungen, die der Text nicht hergibt. Ja, das ist etwas, was ich nicht mag, ja, weil das der Bibel auch nicht angemessen ist. Das hat Gottes Wort, so eine laxe Umgehensweise hat Gottes Wort nicht verdient. Ja, da gehört mehr zu. Und deswegen ist mir das sehr wichtig, dass das, was wir an anderer Stelle gefunden haben, was wir jetzt in Dutzenden von Clips uns angeschaut haben, hier kumuliert, hier auf die Spitze getrieben wird, vom Paulus durch die Verse, die er hier setzt, ja, bis ins Detail und alle die Themen zusammenkommen und dazu einen Abschluss finden. Das ist was Großes. Das ist etwas, worüber ich mich sehr freue und wo ich sage, das bestätigt mich in meinem Glauben an Jesus Christus und in meinem Vertrauen in die Heilige Schrift. Denn das ist Heiliges Wort, das ist Heilige Schrift Gottes an uns. Wenn das aber so ist, dass das plötzlich alles so verständlich wird und dass das alles so zusammenpasst,
diese Dinge aber speziell im Daniel und ja, zum Teil auch in der Offenbarung als für die Endzeit enthüllt vorausgesagt sind, dann sind wir in der Endzeit. Dann sind wir in der Endzeit. Denn das, was wir hier bewegen, das ist etwas Schönes. Und das, was wir hier finden dürfen, das, was Großes, das ist etwas, was, wo wir sehen dürfen, dass Daniel sich plötzlich bewegt, dass Gottes Wort sich bewegt. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Daniel dann in Erfüllung geht, ja? Dass das Wort Gottes in der Endzeit verständlich wird. Und viele, nicht nur ein paar, sondern viele darüber kommen und viel Weisheit finden werden. Das sehen wir hier vor Augen. Ich weiß gar nicht, mit welchen Worten ich das beschreiben soll. Ich selber freue mich da kindlich drüber. Ja? Das ist anbetungswürdig. Ja? Darüber kann man in Anbetung kommen. Und wenn das so ist, dann wird Gott bald kommen. Davor werden wir auch das haben, was Paulus hier sagt, dass nämlich ein Mann kommt, dessen Ankunft geschehen wird nach der Wirkung des Satans. Mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit, zur Wahrhaftigkeit nicht angenommen haben, damit sie selig würden. Ja? Deswegen ist dieses Wort Gottes aller Annahme wert und das, was wir sehen, heute auch in so verworrenen Zeiten wie jetzt, das subsumiere ich unter diese Verse hier. Und Vers 11 steht, darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Das ist für die Endzeit vorhergesagt. Ja. Gott selbst wird ihnen kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben. Der Wahrheit in Jesus Christus, ja, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Das sind harte Worte. Trotzdem freue ich mich darüber, dass die Bibel uns so viel Licht gibt. Wenn das da ist, dann stehen wir die Zeit auch durch. Da ist auch Gott bei uns. Ja? Ich wollte euch das einfach nur zeigen, weil ich das extrem wichtig finde, dass das, was man behauptet, auch am Text zeigt. Und nochmal, mir geht es nicht drum. Oder es ist nicht so, als ob ich die Standardauslegungen nicht kennen würde. Ja? Ich kenne die alle und ich kenne auch die Schwächen. Und weil ich die Schwächen kenne, zeige ich die hier auch. Und viele kommen dann und sagen, ja, aber du sagst es aber falsch, weil die gängige Lehre, die sagt so und so. Ja, das heißt, ich mache das ja nicht, weil ich die gängige Lehre nicht kennen würde, sondern ich kenne die gängige Lehre sehr gut, aber sie ist halt einfach falsch. Und wenn jemand sagt, das ist falsch, was du sagst, dann zeigt mir das an der Bibel. Ja? Und dann können wir uns über den Text auseinandersetzen. Aber über Theologien streite ich nicht. Ja? Da soll jeder seine Meinung gewiss sein. Zum Schluss werden wir es ja sehen, wie der Herr das auch alles da ins Werk setzen wird. Ja? Soweit mal in aller gebotenen Kürze. Alles Gute euch, Gottes Segen und bis bald.